Hallo zusammen, heute mache ich Peking-Suppe. Ich habe Hähnchenbrust, Eier, Karotten mit Maschine schneiden, ganz schön fein, oder? Und Bambus in Scheiben auch ganz schön fein schneiden. Speisestärke, Sojasauce, Ketchup und Chilisauce, Pfeffer, Salz und diese Knorr. Ich habe von Thailand, gell, ein Stück, aber von uns in Deutschland gibt auch. Wenn ihr habt keine, nehmt auch so Gemüse, so geht auch. Einfach so Suppe machen. Erstmal Hähnchen kochen, ja. Und ein bisschen Salz. So, wir warten, bis Fleisch fertig. So, meine Fleisch ist fertig. Oh, heiß. Schneiden. Und so wackeln. Heiß. Mach kleine Stück so wie Karotten und so. So, meine Fleisch ist fertig. So, ganz schön fein, ja? Jetzt mach alle im Topf. Erstmal Knorr ein Stück. Sojasauce. Leer. Und dann Fleisch. Karotten. Ist einfach, oder? So. Bambus. Jetzt mache ich Ketchup. Einfach so machen. Chilisauce, wenn ihr nicht so scharf essen, mag ihr nicht so viel, ja? So, genug. Bisschen Essig, egal welcher Essig, aber Essig auch nicht so viel, nur ein bisschen sauer. So. Rühren, Pfeffer, Eier, zwei,
einfach so rüber. So machen. Mag ich Speisestärke ein bisschen. Und ein bisschen Wasser. Rühren. Jetzt probieren. Lecker. Fertig. Jetzt probieren. Peking-Suppe. Danke. Probieren. Lecker. Heiß. Ist einfach, oder? Fertig. Peking-Suppe bei DB. Ciao, ciao.